Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wochenorakel im Zeitraum von 16. bis 22. Oktober 2017. Es besteht alles aus Energie. Es gibt Menschen, dazu gehöre ich auch, die nehmen die Energiefelder feinfühlig wahr und haben die Begabung, die Intuition, das bildhaft darstellen. Das nenne ich als Kunst des Kartenlegens. Natürlich spricht es nicht jede Einzelnen an, nur die Menschen, die einen Bezug zu mir haben, oder könnte ich sagen, wenn wir in die gleichen Wellenlängen sind. Was vermittelt dieses große Kartenblatt für die Zeitraum vom 15. bis 22. Oktober? In der ersten Reihe erscheint die Karte Hund, die Blumen und Fuchs. Das ist auch die aktuelle Situation und etwas, worüber wir Gedanken machen sollen. Es kann bedeuten, dass wir mit einer Überraschung oder mit einem Geschenk rechnen können, aber da liegt auch die Fuchs, das bedeutet, es kommt nicht von Herzen. Kann auch bedeuten, dass wir haben vor jemand einladen oder ein Geschenk überreichen, es ist aber keine gute Idee. Ich betrachte die Karte Blumen auch als Personenkarte und für mich bedeutet es eine hübsche, etwas jüngere Frau, oft auch die Tochter. Und diese jüngere Frau liegt die Freundschaft da, die Bekanntschaft da, das symbolisiert der Hund, also es handelt sich nicht um die Tochter, diesmal in dieser Legung, also eine Bekanntschaft und wir sollen diese Bekanntschaft mal überprüfen, weil es liegt die Falschheit dabei. Dann sehe ich hier die Gespräche und die Sarg dabei. Das kann natürlich eine Nachricht sein, eine Trennung, eine Kündigung. Kann aber auch bedeuten, dass wir Gedanken machen sollen, diese falsche Freundschaft zu beenden. Der Sarg ist nicht unbedingt Trennung oder Kündigung, sondern das Schweigen. Und andere Bilder zeigen mir auch in diese Richtung etwas an, und das ist das Kartenbuch. Wir sollen in den kommenden Tagen schweigen, nicht alles offenlegen. Dann sehe ich, etwas kommt ins Haus durch Umwege. Das ist die Schlange, aber kann auch eine weibliche Person sein. Und hier auch mal nachfragen, was will sie? Aber es ist nicht nur Personenkarte und symbolisiert eine Frau, sondern auch Umwege. Also kommt ein Besuch oder eine Information oder wir erleben etwas, was auf uns zukommt und das betrachte ich als Umwege. Das kann auch die finanzielle Situation betrachten. Die Finanzen sehe ich auch ganz unklar, undeutlich. Also wir sollen achtsam sein und auf unserem Geld achten. Das Bild zeigt auch Müdigkeit. Wir fühlen uns kraftlos gerade. Und eine kleine Reise, diese Erholung, gibt uns wieder Kraft. Also das hat auch eine Bedeutung. Klarheit, eine Verbesserung in beruflichen Situation. Ist noch nicht aktuell, aber das kommt nächste Woche, übernächste Woche, also in die kommenden Wochen, das heißt bis Ende Oktober, Anfang November.
wenn Sie eine Dame sind, dann schaue ich die Frau als Hauptperson, dann würde das bedeuten, dass es gibt im beruflichen Umfeld einen Mann und dieser Mann macht über sie Gedanken. Dann eine zweite männliche Person kommt zurück von Vergangenheit. Also in den nächsten Tagen wird es zum Kontakten kommen. Wenn Sie ein Mann sind, dann sollen Sie über eine Frau mal Gedanken machen und die Kontakt zu dieser Frau suchen. Also nicht nur die Sehnsüchte wahrnehmen, sondern das Umsetzen im Tat und auf diese Frau zuzugehen. Also auf jeden Fall bewegt sich etwas in die Liebe, Partnerschaft und es ist ein Entgegenkommen und ein Treffen oder eine Nachricht. Aber von Vergangenheit ist auch noch jemand da und wir können damit rechnen, diese Person, und es ist eine männliche Person, kehrt wieder zurück. Ich fasse das kurz nochmal zusammen. Wenn wir ein Geschenk oder eine Einladung erhalten, dann sollen wir überlegen, ob das wirklich von Herzen kommt. Ist das ehrlich? Wenn wir ein Geschenk überreichen oder möchten wir jemand einladen, sollen wir auch nachfragen, ob das überhaupt eine gute Idee ist. Dann sollen wir beachten, was kommt auf uns zu durch Umwegen, weil das schafft Unklarheiten. Dann sollen wir auch schweigen und nicht alles offenlegen. Die Freundschaft ein bisschen überprüfen. Eine Verbesserung, Veränderung im Beruflichen ist noch nicht aktuell, aber in den kommenden Wochen können wir etwas verbessern in unserer beruflichen Situation. Wenn wir müde sind, erschöpft, kraftlos, dann hilft ein Ausflug oder ein Spaziergang und es gibt uns wieder die innere Ruhe und auch die Kraft und die Gleichgewicht. In die Liebe Partnerschaft sind Sehnsüchte, Wünsche, Gedanken über die anderen, aber es ist auch wichtig, das in Tat umzusetzen. Und es gibt eine männliche Person, der kommt wieder von Vergangenheit. Diese Legung ist natürlich allgemein. Aber es besteht die Möglichkeit, Ihren persönlichen Legung buchen. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Oft sind aber nur eine Frage, wie zum Beispiel, kommt er wieder zurück? Sehe ich ihn in den kommenden Tagen? Bekomme ich eine Nachricht? Soll ich in dieser Arbeit bleiben? Werde ich gekündigt? Bekomme ich die neue Arbeit? Soll ich diese Reise buchen? Soll ich diese Ausbildung machen? Soll ich meine Eltern besuchen? Und. Es sind Fragen, was unserem Alltag, unserem Leben betrifft. Und es zu beantworten ist nicht zeitaufwendig. Aber es sind auch wichtige Fragen. Dazu können Sie gerne auch die Blitzberatungen buchen. Wie funktioniert eine Blitzberatung? Per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Sie können Ihre Lebenssituation beschreiben. Sie können auch gerne ausführlich beschreiben, ich nehme die Zeit dazu. Und stellen Sie Ihren Fragen oder stehen Sie vor einer Entscheidung. Dann ist auch ein guter Rat Gold wert. Und ich beantworte diese E-Mail persönlich blitzschnell. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Wir können auch die Zeitqualität auch klären, im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein.
Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.